Ja, hallo liebe Freunde, liebe Fans. Erstmal danke für euer Interesse an meinem neuen Gastro-Projekt und danke, dass ihr auch gerade dieses Video schaut. Die meisten von euch haben mitbekommen, dass ich hier in Neukirch in Sachsen in der Nähe von Bautzen ein neues gastronomisches Projekt realisiere. Das Ganze in einem alten Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1877. Ja, die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Ich möchte mich an der Stelle auch mal bedanken bei meinen Freunden, die echt ihre Freizeit opfern, um diesen Eröffnungstermin am 10. Februar 2018 auch tatsächlich einhalten zu können. Ja, das ganze Projekt, viele von euch haben das schon mitbekommen durch verschiedene Postings von mir. Beinhaltet verschiedene Geschichten. Erstmal ein Bahnhofskiosk. Und dann geht es weiter mit einem Imbiss, mit einer Imbissstube, mit Gastraum. Die Bahnhofshalle wird künftig genutzt für Animationsprogramme, in Anführungsstrichen, ich sag mal Entertainment-Programme von Live-Musik über Tanzabende. Ja, ich denke mal auch, das Ganze wird so ein bisschen Richtung Mallorca-Style gehen. Ich möchte ja meine Wurzeln nicht ganz, nicht ganz vergessen. Also, es wird eine tolle Geschichte. Ich möchte mich auch bedanken bei den Neukirchern selbst und natürlich auch bei allen Freunden hier in der Umgebung von Neukirch. Es gab jetzt verschiedene Zeitungsartikel, die das Projekt ein bisschen beschrieben haben und publiziert haben. Ich habe darauf eine große Resonanz bekommen, gerade auf Facebook mit vielen, vielen persönlichen Nachrichten. Und ich hoffe, dass mein Vorhaben ja auch den Einheimischen und Bewohnern von Neukirch und der Umgebung eine neue Perspektive gibt. Neukirch ist halt nicht so in Sachen Gastronomie unter den Spitzenreitern. Das ist schon relativ langweilig. Und ja, ich gebe mir die größte Mühe, für euch eine tolle Gastronomie zu erschaffen, wo ihr Spaß haben könnt. Und ja, ich bin davon überzeugt, es wird euch gefallen. Also, wie gesagt, es läuft alles. Wir liegen noch, auch wenn es knapp wird, schon im Zeitplan. Und ja, ich denke mir, ich möchte euch teilhaben lassen an der ganzen Geschichte und werde auch in den nächsten Tagen dann in regelmäßigen Abständen auch auf Facebook live gehen, dass ihr ja so ein bisschen kleinen Überblick bekommt, wie weit sind die Arbeiten fortgeschritten, liegen wir im Zeitplan. Also es wird nicht langweilig, glaubt mir das. Und ich wünsche mir, ja, dass auch bei der Neuöffnung, bei unserer großen Faschingsparty am 10. Februar ab 13 Uhr viele, viele Leute kommen. Und ich habe gerade an diesem Tag tolle Überraschungen für meine Gäste vorbereitet. Ja, wir werden sehen. Lasst euch überraschen. Bleibt einfach dran. Ich bedanke mich bei euch und ja, macht's gut. Ciao, ciao.